diesem Video packen wir den SkyWatcher GPS aus und zeigen, was im Lieferumfang enthalten ist. Auf der Verpackung können wir schon die wichtigsten Funktionen ablesen. Dazu zählen das GPS-unterstützte Fliegen, die Auto Return Home und Follow Me Funktion sowie 360-Grad-Aufnahmen und der Wegpunktflug. Der Akku hält bis zu 18 Minuten lang. Die eingebaute HD-Kamera ist 90 Grad schwenkbar und lässt sich zur Live-Bildübertragung mit dem Handy verbinden. Die Fernbedienung hat ein neues Design. Mitgeliefert wird auch eine Handyhalterung zum Anklipsen an den Controller. In der kleinen Tüte finden wir Zubehör, wie zum Beispiel 4 Ersatzrotoren. Alternative Steuerknüppel. Und die Abdeckkappe für die LEDs und eine Abdeckkappe für den Motor. Außerdem wird auch noch ein kleiner Schraubenzieher mitgeliefert. Und natürlich die Bedienungsanleitung einmal in Deutsch und einmal in Englisch. In der zweiten Tüte ist das Ladegerät mit Akku. Der Akku wird hier ganz einfach unten in den Kopter reingeschoben. Und das Ladegerät, das ist ein Ladegerät mit USB-Kabel zum Anstecken an Computer oder Powerbank zum Beispiel. Auch mitgeliefert werden 4 Rotorschütze. Die kommen dann da einfach so an die Seite dran. Kommen wir nun zur Drohne selber. Vorne ist die HD-Kamera, die ist um 90 Grad manuell schwenkbar, um Aufnahmen aus der Luft in jeder Perspektive zu machen. Unten an der Drohne ist noch ein Micro-SD-Kartenslot. Auf die Karte kann dann Videomaterial gespeichert werden. Die Karte ist allerdings nicht im Lieferumfang enthalten. Hinten ist dann noch die Öffnung für den Akku und der Anschaltknopf. Der Controller hat die üblichen Tasten, also die 2 Steuerknüppel, dann Funktionen wie Fotoaufnahme, Videoaufnahme, Licht und den Ein-Ausschalter. Rechts unten finden wir dann den automatischen Take-Off und das automatische Landen. Auf der Rückseite des Controllers finden wir dann die Auto-Return-Home-Funktion, die GPS-Mode-Taste und die Geschwindigkeitseinstellung. Das war's auch schon mit dem kurzen Video zum SkyWatcher GPS.